Verbinde die Buchstaben miteinander, ohne dass sich die Linien überschneiden. Okay, A mit A, B mit B und C mit C. Und jetzt siehst du, hier hat sich das Ganze überschnitten. Okay, schade. Versuch's noch einmal. Okay. Kriegst noch einen Versuch hier. Als erstes C mit C verbinden. Okay, jetzt probieren nächstes wir hier A, A mit A. Und jetzt musst du nur noch B mit B verbinden, aber die Linien dürfen sich nicht überschneiden. Na, mies. Ah, jetzt hat sich's wieder hier vorne überschnitten. Okay. Darf ich theoretisch so machen? Nee, du darfst nicht durch die Kästen durchgehen. Das ist verboten. Okay? Durch die Kästen darf ich nicht durch. Darfst du nicht. Okay, versuch's noch. Ich fange mal mit A an. Das scheint ein Problemzone zu sein. Okay. Hier, A mit A. Als nächstes? Oh, als nächstes kann ich ja gar nichts machen. Also komplett gerade geht ja gar nicht, weil wenn ich hier durchgehe... Ja, dann siehst du, hat sich zweimal sogar überschnitten. Das ist natürlich doppelt verloren. Ja, das ist doppelt verloren. Also, wer hat eine Idee? Schreibt es mir in die Kommentare. Wie musst du mich hier am besten anfangen? Ich würde sagen... Okay, hier C und C. C und C, okay. Genau, weiter. Vielleicht mal irgendwie... Jetzt bin ich gespannt. Hier, jetzt verbindet er hier A... Das ist ein großen Bogen, weißt du, was ich meine? Okay. Dass man viel Platz hat. A mit A und jetzt als letztes hier... Jetzt kann ich mich hier durch. Jetzt, wie kann man B mit B miteinander verbinden, ohne dass ich die Linie überschneide? Jetzt hat sich's wieder überschnitten. Ja, ey, das ist voll komisch. Das heißt wieder falsch. Das Ding ist halt, C und C und B, das bildet so eine Art eine Mauer, weißt du, was ich meine? Das heißt, A und A werden immer getrennt sein voneinander. Ja, aber es gibt eine Lösung, es gibt eine Möglichkeit, die miteinander zu verbinden, ohne dass ich die Linie überschneide. Okay, schau mal. Ich verbinde jetzt hier B und B. Okay. Ich verbinde jetzt hier C und C, okay? Ja. Jetzt habe ich eine Idee, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber wenn ich jetzt hier theoretisch einmal so mache. Okay. Das darfst du leider nicht, okay? Also ich kann jetzt schon sagen, es ist verboten, okay? Du darfst nicht hier am Rand entlang, du darfst aber den Kasten auch nicht verlassen, okay? Du darfst den Kasten nicht verlassen. Du darfst nicht auf der Mauer laufen quasi, das zählt nicht. Boah, das ist brutal. Okay, wie kann es funktionieren? Versuch's nochmal einfach. Vielleicht muss ich ja sowas machen. Hier C und C, okay? Okay. Jetzt nochmal hier B und B. Aber jetzt, B und B, jetzt komme ich aber hier nicht mehr durch, weißt du, was ich meine? Ja, jetzt hat sie es wieder überschnitten. Ja, ey, das ist brutal. Brutales Rätsel. Okay, ist das. Michi, soll ich es dir erklären? Nein, warte doch kurz. Mann, ey. Mhm. Macht es vielleicht Sinn, wenn ich statt, wenn ich das theoretisch, statt dem B so ein A hinschreibe und hier dann sozusagen B? Nein, du darfst nichts verändern. Ich darf nichts verändern. Man kann die Buchstaben so miteinander verbinden, ohne dass ich die Linie überschreibe. Das ist voll tricky. Darf ich irgendwie Papier verwenden, dass ich sozusagen... Nein, auch nicht. Einfach nur drei Linien ziehen und am Ende sind die Buchstaben miteinander verbunden, also natürlich immer die gleichen, ohne dass sich die Linien überschnitten haben. Hier A und A verbunden, okay? Weiter. So ein großer Bogen, weißt du, was ich meine, dass man viel Platz hat wieder? Okay, hier B und B. Und jetzt, guck mal. Jetzt noch C und C und jetzt siehst du, was passiert schon wieder. Du kommst einfach nicht durch. Das ist eine Sackgasse. Du kannst die C und C nicht miteinander verbinden. Es schreiben schon die ersten Leute rein, dass es nicht funktioniert. Also, dass es unmöglich ist. Aber ich kann euch garantieren, es gibt eine Möglichkeit, dieses Rätsel zu lösen. Boah, das ist brutal. Ich weiß, es ist schwierig, aber es geht. C und C, okay. Aber jetzt, wie soll ich ein B und B miteinander verbinden? Weil jedes Mal, wenn ich es so gemacht habe, hat es nicht funktioniert. So, deswegen muss ich damit A weitermachen, oder nicht? Okay, A und A, ja. So, okay, ohne Probleme. Und jetzt nur noch B und B. Guck mal, hier kann ich nicht entlang gehen. Und hier kann ich auch wieder nicht entlang. Aber guck mal, wir sind schon voll nah am B dran gewesen. Ja, leider nicht, leider nicht. Ach, Mann. Ah, okay, ich weiß, es ist knifflig. Das Komm. Ist voll krass. Bis jetzt keiner kommt dahinter. Schreibt es in die Kommentare. Wer weiß, wie man das Ganze lösen kann? Ich habe eine Idee. Schau mal, wir haben ja so eine mentale Barriere hier. Okay. Statt außen anzufangen von den Buchstaben, fange ich einfach in der Mitte an. Ja. Hier C und C. Okay, perfekt. B und B. Und jetzt okay, jetzt habe ich diese extrem krasse Barriere. Weißt du, was ich meine? Okay, und jetzt A und A und... Nee. Das ist natürlich geschummelt. So zählt das nicht. Oh Mann. Da schreibt schon jemand voll einfach. Ich glaube, der René, der hat die Lösung schon erkannt. Aber ich bin mal gespannt. Hier, A und A wird miteinander verbunden. Okay. Ups, da. C und C. C und C. Ich mach mal so einen Bogen hier. Guck mal hier. So, okay. Okay. Und jetzt nur noch B und B. Ah, mies, ey. Nee, jetzt hat sich sogar hier doppelt überschnitten. Okay.
Das ist brutal und das geht wirklich. Es geht, ja. Oh mein Gott, Alter, wie soll denn das gehen? Ich habe keinen Plan. Okay, komm, let's go, versuch's. Okay, schau mal. So, ich werde es gleich auflösen, wenn es mich hier hinbekommt. Jetzt müssen wir irgendwie sowas machen. Okay, jetzt hat er A mit A verbunden. Rumschlängeln kann, weißt du, was ich meine? Mhm. Jetzt haben wir hier so einen großen Schlänger hier rüber. Okay. Jetzt nur noch C und C. Jetzt C und C. Ach, Mann, ey. Taco Mayo, lies doch mal eine vor. Schreib noch mal rein, ich hab's wahrscheinlich überlesen, okay? Das ist brutal. So. Schreibt einer B und B, C und C in großen Bögen. Okay, dann fang einfach mal mit. Okay, versuch's einfach mal. Okay, ich mache jetzt erstmal A und dann gucken wir mal, wie es aussieht, wenn wir okay. B in einem großen Bogen. A und C. Und jetzt B und C mit einem großen Bogen, sagt er. Ich mache jetzt C mit einem großen Bogen. Okay. Und jetzt. Ja, aber wieso okay. B mit. Okay, einem versuch's Bogen mal, werden, versuch's so, mal. Einfach ein großer Bogen. Und jetzt hat sie's leider wieder überschnitten. Leider nicht. Mann, das ist brutal. Wir kommen okay. Immer aufs selbe hinaus. Immer. Okay, komm, soll ich es dir erklären, Michi? Soll ich es dir erklären? Ja, komm, mach. Okay, also. Schau mal, was passiert, wenn du A und A verbindest. Um es doch mal zu zeigen. Also, ja, ich erkläre es jetzt. Du verbindest hier A mit A. Ja, mach einfach A, B und dann C. Okay. A? Ja, B und B geht gerade gar nicht, oder? Genau, C? B. Und jetzt B geht halt gar nicht, ne? Okay, also die Lösung ist ganz, ganz einfach. Im Endeffekt musst du es einfach nur andersherum machen. Verstehst du, wie ich meine? Ah, zuerst C machen, oder was? Genau, versuch erstmal, verbinde jetzt erstmal C mit C in einem Bogen. Genau so. Im großen? Perfekt, ja, so, das ist okay, das reicht. Als nächstes verbinde mal B mit B. Auch in einem Bogen. Oh, genau so ein wie der? Ja, genau, aber anders, auf der anderen Seite, gegenüber. Genau. Okay. Jetzt musst du nur noch A und A miteinander verbinden. Und jetzt schau mal. Ich weiß, das sieht man auf den ersten Blick, aber schau mal genau hin. Hier ist jetzt eine Lücke und hier ist eine Lücke. Und dadurch ergibt sich hier ein Muster, wo du durchgehen kannst. Deswegen geh einfach mal durch. Verstehst du, was ich durch meine? Jetzt diese Lücke? A mit diese, A ach, so. Miteinander verbinden. Und jetzt hast du alle Buchstaben miteinander verbunden, oh, nee. Ohne dass sich die Linien überschnitten haben. Probier das einfach mal mit euren Freunden aus. Also da werden die wenigsten darauf kommen, wie das funktioniert.